Hier ist Flips und das sind unsere Themen. The Slap 2, Strafe für Will Smith, The Flash im Haus, Tierwesen, Absturz für Teil 3, Erfolg, Sonic schlägt Bay, Apple macht sich mies, Netflix greift durch, alles wird unreal, Moonlight faked und Monkey Island Comeback. Das und mehr seht ihr jetzt in den Flips News. Flips wird im März unterstützt von den Flips Guardians. Hey Aaron, Rygar the Beast Joke, Dennis Rath, MJ85, Drago, Ignomi 1, Bronson 182, Black Shadow, MRCHB, Deconny, Swafnirson, Tony Bart, Daniel Schuh, Dert Waslöper, JFK Faker, T-Unit CB, Black and Touch und Luca Kamens. Ein riesengroßer Dank auch an unsere wunderbaren Flips Junior Guardians. Genau wie sie könnt ihr uns auf Patreon oder PayPal unterstützen. Und Guardians und Junior Guardians bekommen nach 3 Monaten eines dieser coolen Shirts. Also geh jetzt auf Patreon und sicher dir dein Shirt. Au! Slap News gibt's auch heute wieder. Und ja, was für heftige Konsequenzen Will Smith jetzt abbekommen hat, das sagen wir euch gleich. Aber vorher gibt's noch einiges anderes, was ihr unbedingt wissen sollt. Gotta go fast! Und das tut er auch. Der blaue Igel startet an den Kinokassen unerwartet gut durch. Weltweit hat er schon 80 Millionen Dollar eingespielt und zeigt, dass Familienfilme trotz Superheldendominanz ein wichtiges, lukratives Genre sind und dabei sogar noch respektable Reviews einfahren können. Teil 2 profitierte wohl von der positiven Resonanz auf Teil 1 und startete deutlich stärker. Damit überholt Sonic mit seinem Kumpel Tails souverän Michael Bay's Ambulance, der ja gerade ziemlich zu floppen scheint, mit mageren 8,1 Millionen am ersten Wochenende. Was zeigt, dass Bay abseits der Transformers-Filme wohl nicht mehr als sicherer Erfolgsgarant gelten kann. Denn selbst Sonys vielgeschmähter Morbius, der von den Kritikern reihenweise abgewatscht wurde, kann sich erstaunlich gut behaupten. Schon jetzt hat er 100 Millionen weltweit eingespielt und beweist nach den Venom-Filmen abermals, dass die Fans alles zumindest mal ausprobieren, was irgendwie mit dem MCU connected ist. Wobei ja die CinemaScore-Bewertung der Zuschauer, die immer direkt nach dem Anschauen des Films voten dürfen, deutlich negativer sind als die der Zuschauer auf Rotten Tomatoes, denn die geben nur ein C+, was für CinemaScore extrem niedrig ist. Aber vielleicht wollte Sony Morbius ja eh nur einführen, damit sie ihre Sinister Six zusammenbekommen, um dann einen ihrer Spider-Männer gegen die Anti-Helden antreten zu lassen. Habt ihr Morbius schon gesehen? Wie fandet ihr ihn? Und wie gefällt euch eigentlich Sonic? Lasst es uns wissen. Tales from the Streaming Special Operations. Netflix macht letzte Woche von sich reden, weil es mal wieder heißt, sie würden jetzt doch ernsthaft gegen User vorgehen, die ihre Zugangsdaten teilen. Laut einer Studie zahlen nämlich 10% aller Nutzer nicht für ihren Zugang und über 50% aller Kunden geben an, dass sie ihr Konto mit mindestens einer Person teilen, mit der sie nicht zusammen wohnen. Weltweit ist das sicherlich noch deutlich mehr. Analysten sagen, der Konzern könnte 1,6 Milliarden Dollar mehr einnehmen pro Jahr, wenn sie härter gegen Account-Sharing vorgehen und wie geplant eine Zusatzgebühr von 2 bis 3 Dollar im Monat einführen, wenn ein weiterer Nutzer euer Konto benutzen möchte. Das wird wohl gerade in Chile, Costa Rica und Peru angetestet, soll aber dann wohl bald weltweit ausgerollt werden. Was naturgemäß nicht so gut ankommt bei den Usern, immerhin ist Netflix ein Konzern, der 2017 ja mal damit warb, Liebe wäre seine Zugangsdaten zu teilen. Der steht übrigens immer noch online. Tatsache ist aber, angesichts wachsender Konkurrenz und langsamerem Wachstum an neuen Abonnenten, muss sich der Konzern was einfallen lassen, um die Shareholder bei Laune zu halten. Selbst die Bosse bekommen ja derzeit weniger Kohle. Netflix-Gründer Reed Hastings hat 2021 nur noch 40,8 Millionen bekommen. 43,2 Millionen waren es noch 2020. Dieser arme, arme Mann. Ja, die Netflix-Aktie war nach dem letzten Quartalseinnahmenreport ja um 20% gefallen und hat sich bis heute nicht ganz davon erholt. Sie hatte allerdings während der Pandemie auch einen gigantischen Höhenflug erlebt, der jetzt aber wohl deutlich vorbei ist. Ob die zusätzlichen unpopulären Preiserhöhungen, die in den USA gerade vollzogen wurden und die auch in Deutschland noch bevorstehen, und die neue Härte gegen Account-Teilen den Trend drehen können? Andere Streaming-Dienste waren ja schon immer deutlich härter, was das angeht. Wie seht ihr das? Teilt ihr eigentlich euer Konto oder wollt ihr das lieber nicht sagen? Schreibt es uns, flüstert es uns unten in die Kommentare. Seit letzten Donnerstag läuft der dritte Teil der eigentlich auf 5 Filme angelegten Fantastischen Tierwesen-Reihe in Europa und China. Die USA müssen noch bis zur kommenden Woche warten, bis sie ihn sehen können. Die Frage, die nicht nur das Studio Warner, sondern auch die ganze Branche umtreibt, ist allerdings, wollen die Zuschauer ihn sehen? Erste Zahlen suggerieren einen deutlich schwächeren Start im Vergleich zu den beiden ersten Fantastic Beasts-Filmen. Um die 50 Millionen soll er wohl in den ersten Tagen einbringen. Teil 1 startete damals mit 100
120 Millionen und Teil 2 mit 115 Millionen. Daran mag der untypische Frühjahrsstart für den Film verglichen mit den Weihnachtszeitstarts vorher seinen Anteil haben, aber wohl generell auch die abgekühlte Begeisterung für die Wizarding World, was nicht nur an J.K. Rowlings umstrittenem politischem Aktivismus liegt, sondern auch an der unterirdischen Rezeption von Teil 2, der nach dem soliden ersten weder Publikum noch die Kritik so richtig begeistern konnte und überall ordentlich aufs Brett bekam. Teil 3 ist derzeit bei der Kritik noch knapp im guten Bereich, aber das könnte sich noch ändern, wenn zum US-Start mehr Kritiken rauskommen. Objektiv ist das neue Abenteuer von Newt Scamander, Dumbledore und Grindelwald zwar besser als der völlig fragmentierte Vorgänger, aber er trägt trotzdem noch viel von dessen Ballast mit und krankt an einer Story, die nicht viel Sinn ergibt, bei der die Tierwesen krampfhaft reingedrückt wirken und der im Endeffekt die Geschichte wieder auf den Stand von Teil 1 resettet, ohne besonders viel Charakterentwicklung zu zeigen oder zu erklären, warum wir schon wieder einen neuen Grindelwald haben, der von der ganzen Art, Körpersprache, Diktion und Attitüde komplett anders ist als die Johnny Depp oder die Colin Farrell Version. Natürlich wissen wir, was hinter den Kulissen abgegangen ist, aber das erklärt sich über den Film ja nicht. Und dass er obendrein einen sehr dusseligen Plan verfolgt, der weder ihn noch die Zauberwelt als Ganzes besonders gut dastehen lässt. Rowlings Versuche, irgendwas Politisches über Wahlen oder Massenmanipulation auszusagen, sind in ihrer Holprigkeit eher unangenehm und gehen zulasten des magischen Flairs, den Teil 1 ja durchaus noch hatte. Und das Problem, dass sie zu viele Figuren eingeführt hat, die de facto mal einfach gar keine relevante Aufgabe haben, hindert den Film daran, sich auf die wirklich spannenden Elemente zu konzentrieren. Die Besetzung, die Effekte und die Ausstattung sind natürlich wieder erstklassig und genauso hochwertig, wie wir es von den Potter-Filmen gewohnt sind, retten den Film unterm Strich für uns aber nicht, der vielleicht zu Recht auch als Finale gesehen werden könnte, wenn er an der Kasse nicht funktioniert. Habt ihr den Film schon gesehen? Wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall unser Video von letzter Woche, wo wir das Wichtigste zum Start nochmal zusammengefasst haben. Apropos Warner, die haben ja mit Schauspielern ihrer Franchise-Filme generell nicht so viel Glück. Für den dritten Tierwesen-Film wurde ja wie bekannt Johnny Depp als Grindelwald durch Mads Mikkelsen ersetzt, weil sie Angst vor negativen Schlagzeilen durch Depps hässliche Scheidungsschlacht hatten. Das war vielleicht nicht der smarteste Schachzug, da viele Fans den Wechsel für ungerecht hielten, während gleichzeitig ein anderer Schauspieler viel problematischer erscheint. Credence bzw. Ezra Miller, der ist ja immer mal wieder unangenehm aufgefallen, ob als Waffennarr oder wenn Miller einen übereifrigen Fan in Reykjavik angeblich spielerisch wirkte und zu Boden stieß. Außerdem gab es eine einstweilige Verfügung eines Pärchens, in dessen Apartment Ezra wohl eindrang und sie bedroht und bepöbelt hat. Und gerade kurz vor der Premiere des dritten Tierwesenfilms wurde Miller in Hawaii festgenommen, weil Xier in einer Karaoke-Bar durchdrehte und mehrere Leute belästigte und angegriffen hat. Problematisch, weil Miller nicht nur in Tierwesen mitspielt, sondern vor allem die Hauptrolle im kommenden The Flash-Film spielt, der eigentlich der Startschuss für eine Reihe an Flash-Filmen werden soll. Die Ausfälle sind wohl auch nicht nur aufs Privatleben beschränkt, wie ein Insider dem Rolling Stone Magazine erzählt, auch beim Dreh wäre es wohl oft extrem schwierig, mit Millers Mental Meltdowns umzugehen. In einer Sondersitzung letzte Woche hat sich Warner deswegen wohl entschieden, alle weiteren Projekte mit Ezra Miller auf Eis zu legen. Erst kürzlich wurde The Flash ja von November diesen Jahres auf Juni 2023 geschoben. Theoretisch wäre das noch genug Zeit, etwas zu verändern, wenn man Millers Flash am Ende vielleicht austauschen und einen neuen Darsteller einführen möchte. Was Warner jetzt macht, ob sie ihn tatsächlich austauschen oder ob sie hoffen, dass bis dahin einfach wieder Gras über die Sache gewachsen ist, das wissen wir natürlich erst im nächsten Jahr. Ach ja, apropos Glück mit Schauspielern, eigentlich wollte Warner ja immer noch einen Standalone-Film mit Will Smiths Figur Deadshot drehen, der im DC-Universe von Peacemaker, Aquaman und Co. spielt, aber auch das wird wohl jetzt endgültig begraben. Was uns zum nächsten Thema bringt. 2 Wochen ist es her, dass die Oscars mal wieder weltweit für Gespräche sorgten, aber leider war es nicht wegen eines Films, sondern wegen des unangenehmen Vorfalls zwischen Chris Rock und Will Smith. Letzterer stürmte wegen eines unlustigen Witz über seine Frau Jada auf die Bühne und verpasste Rock eine, durfte dann aber seelenruhig auf seinen Platz zurückkehren und bekam am Ende sogar noch einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Ein Vorfall, der der Academy im Nachhinein reichlich unangenehm war und neben vereinzeltem Verständnis für Smith weitgehend verurteilt wurde. Nach einer Entschuldigung und dem Einleiten eines Untersuchungsverfahrens der Academy of Motion Pictures Arts and Science, wie die Oscar Academy ja offiziell heißt, trat Smith dann freiwillig aus der Academy aus, der seit 2002 angehörte, womit er wohl einem offiziellen Rauswurf zuvorkam. Dennoch gab es jetzt noch ein Nachspiel, das über den Rauswurf hinausgeht. Smith darf den Oscar behalten, ist aber für 10 Jahre davon ausgeschlossen, an einer Oscar-Verleihung oder einer anderen Academy-Veranstaltung teilzunehmen, egal ob real oder als Videoschalte. Sein inakzeptables und schädliches Verhalten müsse Konsequenzen haben, hieß es von Seiten der Academy. Smith akzeptierte die Entscheidung, die bedeutet, selbst wenn er, seine Frau oder eines seiner Kinder mal nominiert werden sollen, dürfte er nicht mehr dabei sein. Ja, er kann noch nominiert werden, aber er dürfte den Preis nicht selbst
annehmen. Was wohl heißt, jedes Studio, das sich Hoffnung macht, einen Oscar-preiswürdigen Film zu drehen, wie Apple das ja sicher mit dem Sklavendrama Emancipation im Sinn hatte, wird sich wohl für die nächsten 10 Jahre hüten, Smith da zu besetzen. Was durchaus eine bittere Strafe für jemand wie Will Smith ist, der ja sichtlich danach hungert, als ernsthafter Schauspieler respektiert zu werden und nicht nur für Action- und Fun-Rollen wie Bad Boys oder Aladdin. Und selbst die einfacheren Rollen könnten dünner werden, wie NME berichtet, hat Netflix die Vorproduktion des Actionfilms Fast and Loose doch erstmal gestoppt und überlegt, ob sie mit einem anderen Schauspieler weitermachen oder den Film ganz einstampfen soll. Und Sony lässt Bad Boys 4 trotz des Erfolgs des Vorgängerfilms auch erstmal in der Schublade. Was meint ihr dazu? Ist das gerechtfertigt oder sollte man ihm nach den Entschuldigungen jetzt verzeihen und einfach wieder zur Tagesordnung übergehen? Diskutiert gerne unten in den Kommentaren. Ach ja, natürlich gibt's auch noch eine kleine Marvel-Film-News. Doctor Strange hat einen zu kurzen Film, wenn man nach einigen Fans geht, über die verkündete Laufzeit von Doctor Strange and the Multiverse of Madness enttäuscht waren, denn der läuft nur 2 Stunden und 6 Minuten. Also fast ein Kurzfilm nach Batman-Standards. Und die Kritik lautet, es wäre unmöglich, das ganze epische Geworschtel, das der Trailer verspricht, in so kurzer Zeit ausführlich zu erzählen. Professor X, die Illuminati, Wanda, das Multiverse, die ganzen Monster, die Nachwirkung von Spider-Man 3, schon ordentlich Zeugs. Was meint ihr dazu? Ist es mal ganz gut, einen kürzeren Marvel-Film zu bekommen oder kann das nur gehetzt wirken? Sagt es uns. Und wenn euch Flips News gefallen, denkt dran, ein Abo wäre der Wahnsinn. Ihr versteht wegen Multiverse of Madness. Serien. Marvel's Moon Knight durfte sich über sehr gute Wertung von Kritikern wie Zuschauern freuen für seine ersten beiden Folgen, was wohl zum Großteil an Oscar Isaacs fulminanter Performance als multipersonaler Schattenheld und Museumsloser liegt. Einziger Kritikpunkt waren bisher die Trickeffekte, die nicht unbedingt mit dem Niveau der Marvel-Filme mithalten können, CGI-Autojagden, die eher nach Gran Torino aussehen und Monsterhunde, die an Silent Hill oder Resident Evil Games erinnern. Dazu kommt, dass die Serie in London und Ägypten spielt, aber in Budapest gedreht wurde, was durchaus auffällt, wenn man echte Bilder der Gegenden kennt oder mal selbst durch London gegangen ist. Und ja, das Museum, die National Gallery, in der Steven in der Serie angeblich arbeitet, hat Gemälde und Skulpturen, aber keine ägyptische Ausstellung. Die Sachen wären in einem ganz anderen Museum, aber hey, who cares? Jeder hat ins ungarische Nationalmuseum in Budapest. Andere Sets, die London zeigen, wurden im Studio nachgebaut und durch Videowände ergänzt. Und natürlich ist Ägypten auch nicht in Ägypten gedreht, sondern im Studio in Atlanta und in Jordanien. Ist euch das aufgefallen? Und was meint ihr? Geht in Folge 3 die Story richtig los? Und welche Figur seiner Persönlichkeiten wird sich durchsetzen können? Sagt es uns. Und falls ihr erst jetzt in die Serie einsteigt, wir haben für euch ein Video zusammengestellt, in dem wir alles Wichtige erzählen, was ihr vor der Serie wissen müsst. Das könnt ihr euch jetzt hier anschauen. Und noch mehr Tales from the Streaming Crypt. Apple macht sich selber schlecht? Ja. Letzte Woche kam eine Studie raus, die von der Analysis Group durchgeführt wurde, die belegt, dass die Mehrzahl der verwendeten Apps auf Apple-Geräten von Drittanbietern stammen. 99,9% genauer gesagt. Das gelte nicht nur für Sachen wie Google Maps, die Apples Karten schlagen, oder der Messenger, der weit hinter Konkurrenzangeboten läge, sondern auch für die Videostreaming- und Musikangebote-App. Netflix werde in den USA 17 Mal häufiger genutzt als Apple TV Plus, in Deutschland sogar noch öfter. Da ist Netflix 835 Mal so oft installiert wie Apple TV Plus und noch Amazon Prime liegt deutlich vor dem eigenen Streamingdienst. Was jetzt nicht verwundern mag, wenn man weiß, dass Apple TV Plus einen Bruchteil des Angebots hat und pro Monat nicht mal eine Handvoll neue Inhalte released und die Usability der App nicht an Netflix heranreicht, was progressive Streams und Smoothness angeht. Das Überraschende an der Studie, die das herausfand, ist aber, sie wurde von Apple selbst in Auftrag gegeben und stolz auf der eigenen Webseite vorgestellt. Seltsam, oder? Dass ein Unternehmen groß herausstellt, dass andere viel erfolgreicher sind als sie selbst? Nicht, wenn wir wissen, dass Apple sich wie andere Riesenunternehmen mit eigener Tech-Plattform in den USA wie auch in Europa wachsender Kritik und politischem Druck ausgesetzt sehen. Derzeit laufen mehrere Ermittlungen von Kartellbehörden, die untersuchen, ob Apple, Google und Co. ihre Marktmacht ausnutzen, um ihre eigenen Dienste zu bevorzugen, und es sind Gesetze in Planung, die das verbieten sollen. Kein Wunder also, dass Apple sich jetzt bemüht, öffentlichkeitswirksam die eigenen Dienste kleinzureden. Ähnliches haben sie bereits im Streit mit Epic Games gemacht, als es um die heftigen Gebühren ging, die sie in ihrem App Store für alle Transaktionen verlangen. Auch damals wurde eine Studie der Analysis Group herangezogen, die praktischerweise die vielen Vorteile betonte, die Anbieter durch den App Store hätten. Was für ein Zufall. Nutzt ihr eigentlich Apple TV Plus auf euren Apple-Geräten? Schreibt es uns. Und mehr zu Epic Games gibt's jetzt.
nichts. Alles spielt derzeit natürlich Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, die Lego-Neuinterpretation aller neuen Filme. Ein episches Unterfangen, das respektable Kritiken einfahren konnte für seine neue Engine, die erstmals seit Ewigkeiten die bekannte Lego-Game-Formel etwas abwandelt. Dazu gibt's nächste Woche eine ausführliche Besprechung mit den Eindrücken von mir, aber ihr könnt mir ja jetzt schon mal sagen, wie euch das Game gefällt, wenn ihr es schon angespielt habt und auf welcher Plattform ihr das Ganze zockt. Interessant ist ja, dass Traveller's Tales extra für das Game eine eigene Engine entwickelt haben, die sie NTT nannten, die sie dann aber, weil es so mühselig war, darauf zu entwickeln, nur für dieses Spiel verwenden werden und jetzt zur Unreal 5 Engine wechseln, womit sie dem aktuellen Trend folgen. Auch CD Projekt Red hatte sich ja gerade von seiner eigenen Engine verabschiedet, die sie mühevoll für Cyberpunk ausgebaut hatten, um jetzt zu verkünden, dass das nächste Witcher-Game auf Unreal 5 entwickelt wird. Genauso wie Crystal Dynamics, die für das nächste Tomb Raider-Spiel ebenfalls auf Unreal 5 setzen. Damit hat Epic Games, die Entwickler hinter Unreal, schon jetzt eine Vielzahl großer AAA-Studios hinter sich, die ihre Game-Engine für Next-Gen-Spiele einsetzen. Wohl auch, weil sie seit der Version 5 keine Lizenzgebühren für die Nutzung mehr verlangen, sondern eine Gewinnbeteiligung, wenn kommerzielle Projekte wie Games mit der Engine umgesetzt werden. Und selbst diese Beteiligung entfällt, wenn die Studios ihre Spiele über den Epic Game Store verkaufen. Interessant wird sein, ob Unreal es auch schafft, mehr Indie- und Mobile-Developer zu sich zu ziehen, die bisher eher auf die Unity-Engine gesetzt haben. Noch ist Unity in allen Bereichen Marktführer. Erstmal sind wir aber gespannt, wie die kommenden Unreal 5 Games aussehen, ob sie die Möglichkeiten, was fotorealistische Grafik angeht, wirklich ausnutzen. Das Matrix-Demo für die PS5 war ja auf jeden Fall sehr beeindruckendes Beispiel dafür, für das, was in Zukunft möglich ist. Kümmert euch eigentlich die Technik hinter den Games oder ist euch das egal, solange es irgendwie cool aussieht? Sagt es uns. Gamer sein, das heißt nostalgisch zu sein für die Spiele, die uns als Kinder beeindruckt haben. Nintendo wäre wohl nichts ohne die Nostalgie, aber sie haben das Konzept ja nicht gepachtet, denn auch PC- und Commodore-Kids der 90er können ordentlich nostalgisch werden, wenn wie diese Woche die Ankündigung für ein Sequel eines ihrer Kultgames kommt. Genau, Monkey Island, das Spiel, das wohl die größte Inspiration für die Pirates of the Caribbean Filme war und das seinerseits vom legendären Disney Ride inspiriert war, kommt zurück. Nach Teil 2 waren die Original-Creator der Games ja nicht mehr dabei, was die durchwachsene Qualität der weiteren Spiele erklärt. Aber mit Return to Monkey Island, das diese Woche verkündet wurde, wollen Ron Gilbert und Dave Grossman die Story dort fortsetzen, wo Teil 2 endete. Musik und Sprecher werden ebenfalls von früher rekrutiert, nur Tim Schafer ist nicht mehr dabei, aber der ist ja mittlerweile mit dem Psychonauts Game erfolgreich. Gilbert hatte ja zuletzt mit dem Retro-Adventure Thimbleweed Park ein ziemlich gutes Game abgeliefert und deswegen freuen wir uns mal auf seine Zusammenarbeit mit LucasArts und auf neue Abenteuer mit Guybrush Threepwood, The Chuck und Untoten Geisterpiraten. Kennt ihr die Monkey Island Games überhaupt noch und freut ihr euch auf ein ganz altmodisches Adventure? Lasst es uns wissen. Wir alle sind ja nichts ohne unsere Supporter und das gilt auch für die Flips Family, die von radioaktiven spinnengebissenen Superhelden, die monatlich Flips supporten, wie die Timelots hier, die Patroni, Junior Guardians, Padawans und Guardians. Sie nutzen ihre große Macht mit großer Verantwortung. Und wenn du das auch tun willst, dann klick dich jetzt auf unsere Patreon-Seite und sichere dir zusätzlich coole Shirts und Mugs. Oder schnipp uns doch einmalig ein Trinkgeld in den Hut per PayPal oder YouTube Thank You Button. Vielen Dank an alle, die das schon mal gemacht haben und die damit helfen, dass es Flips weitergibt. Und danke an jeden, der uns supportet durch ein Abo mit Glocke, durch fleißiges Weiterempfehlen auf Insta oder Messengern. Das ist super von euch. Also bis nächste Woche. Bleibt fantastisch und läuft.